Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen auf die UWG. Ich habe ein wirklich, wirklich großes Anliegen, meine lieben Freunde. Und zwar, ich als YouTuber habe eine große Verantwortung meiner Community gegenüber. Und zwar habe ich vor einigen Tagen über das Thema Samra, neues Album, Marlboro Rot, Zigarettenschachtel etc. pp. Gesprochen, Freunde. Und ich bin ein bisschen am Überlegen gewesen, ob ich das Video überhaupt hochlade oder nicht. Ich finde es ehrlich gesagt ziemlich schade, dass das Album so als Zigarettenpackung veranschaulicht wird. Ja, ich finde das ziemlich krass, weil die kleinen Kinder kaufen diese Alben und denken sich, okay, das Zigarettenrauchen ist was Normales, was Cooles, was Samra auch macht, was Kapital bla 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 macht, ne? So wie das Einnehmen von irgendwelchen Substanzen. Ich distanziere mich von diesen Zeugs, meine lieben Freunde. Ihr solltet euch auch von solchen Sachen distanzieren. Zigaretten sind auch schlecht, meine lieben Freunde, ja. Denkt nicht, weil ein Samra oder ein Rapper oder sonst jemand irgendwas released, was in Form einer Zigarette ist. Denkt nicht, das ist was Gutes, meine lieben Freunde, ja. Ich weiß, dass ich nicht viel Reichweite habe. Ich weiß, dass ich nicht viele Klicks habe. Ich weiß aber, dass ich einige Leute damit erreichen kann. Und ich möchte euch nur damit ans Herz legen, Zigaretten sind nicht gut. Shisha ist auch nicht immer gut. Übertreibt es nicht damit. Hört euch die Musik an, aber feiert sie nicht so krass, dass ihr danach lebt, meine lieben Freunde. Das ist meine Message an euch. Bitte haltet euch dran. Wenn ich jetzt wieder irgendeinen Hate kriege von irgendeinem kleinen Strolch, ja. Und mein lieber Freund, du hast das Leben noch nicht gesehen. Also, an die, die ich erreichen kann, an die, die auf mich hören, lasst die Finger von Zigaretten. Es bringt nichts. Es ist weder cool, noch macht es Spaß. Es schadet nur deinem ganzen Körper. Lunge wird geschädigt, Herz wird geschädigt und, meine lieben Freunde, ja. Das Veranschaulichen von diesem, dass man sein Album so nennt oder das besser gesagt das komplette Album auch in einer Zigarettenschachtel macht, finde ich sehr, sehr schlecht und finde ich sehr, sehr traurig, dass Rapper sowas veranschaulicht, meine lieben Freunde. Man kann es auch anders machen. Ich danke euch fürs Einschalten, meine lieben Freunde. Das ist ein anderes Video. Es tut mir leid, wenn ihr was anderes erwartet habt, aber das ist Doggy 3DL. Ja, meine lieben Freunde. Peace out.